Ja, ihr Lieben, jetzt gibt's gleich Musik, aber erstmal kommt die liebe Eva auf die Bühne. Ihr kennt sie, ohne sie würde hier vieles nicht laufen. Hallo Eva! Und dann kommt noch mal kurz einer unserer Sanitäter bitte zu uns. Ihr Lieben, es ist ganz schön warm, trinkt eine Menge und versuch's doch. Hallo Freunde, es geht. Hi! Warte mal, nicht du, erstmal er. So, sag mal, wo ihr hier steht und was man tun kann, wenn einem zu warm wird oder so. Ja, auch von meiner Seite erstmal herzlich willkommen hier am Potsdamer Platz in Berlin. Es ist sehr schön, das zu sehen. Gemeinsam mit meinen Kollegen bin ich hier ein bisschen dafür zuständig, dass hier nicht allzu viel medizinischerseits passiert. Das heißt also, meine Rede wird hier jetzt weniger politisch sein, sondern hier geht es also tatsächlich um andere Dinge, nicht nur um den Frieden, den wir selbstverständlich auch benötigen, sondern vor allen Dingen brauchen wir heute in erster Linie mal Wasser. Das bedeutet, es wäre also sehr, sehr wichtig, dass ihr euch entsprechend mit Wasser eindeckt. Wir haben hier insgesamt 8000 Liter Wasser, die wir hier vorhalten können oder vorgehalten haben für euch. Und da könnt ihr euch natürlich auch gerne dran bedienen. Seit 11 Uhr heute Morgen baut die Technik unter anderem auch das Wasser, alles angezapft. Mal einen Riesenapplaus an die Technik, an die Sanitäter, an alle, die das möglich machen. Vielen Dank, ihr Lieben, ihr seid unglaublich. Na gut, hallo. So, dann mache ich einfach mal weiter. Gar nicht so einfach. Ja, wie gesagt, also es geht einfach nur darum, dass ihr idealerweise wirklich auch dann trinkt, wenn ihr momentan nicht das Problem habt, dass ihr jetzt gerade sagt, ich bin jetzt durstig, denn wenn ihr schon mal durstig seid, dann ist es eigentlich schon zu spät. Ja, das Problem ist auch, solche Dinge wie Sonnenstich, Hitzeerschöpfung etc. etc., das sind alles Probleme, die euch wahrscheinlich erst dann auffallen, wenn es schon zu spät ist. Deswegen also wirklich bitte im Vorfeld einfach darauf achten, auch ein bisschen auf den Nebenmann, die Nebenfrau, auch auf die Kinder natürlich, denn da haben wir ganz, ganz häufig das Problem. Glücklicherweise ist es ja nun mal so, dass hier einigermaßen schattig ist. Ja, in diesem Sinne wünsche ich auf jeden Fall noch viel Spaß heute auf dieser Friedensjour. Vielen Dank. Danke an die Sanitäter. An alle. Bevor ich vergessen habe, ich glaube, Kult spielt nachher auch noch, wenn sie noch da sind. Also das Musikprogramm wächst und ich habe da sicherlich noch zwei, drei vergessen. Die sollen mir nicht böse sein. Kommt einfach her, macht Musik, so wie es hier immer ist und so wie es jetzt auch gleich wieder ist. So wie es jetzt gleich wieder ist. Hallo Freunde, hallo Freunde. Jetzt kommt ein Moment, auf den freue ich mich seit Wochen. Ich will die Städte sehen. Wo sind die Städte? Sagt Hallo zu Berlin. Die ganze Zeit grüßen wir euch. Steht auf, steht auf. Schau Berlin, da sind die Städte. Aus ganz Deutschland sind sie gekommen, aus der Schweiz. Herzlich willkommen aus Österreich. Genau, macht die Österreicher mal Lärm machen. Richtig. Willkommen in Berlin. Die Schweizer mal Lärm machen. Wo sind die Schweizer? Hey, okay. Und die Deutschen mal Lärm machen. Ja! Hey. Das ist ein Vorbild. Sehr schön. Wir sind so glücklich, dass ihr hier seid. Es ist so wundervoll und vor 8 Wochen. Hat hier, nicht hier, sondern am Brandenburger Tor, ein junger Mann gesungen, der sowas wie eine Hymne gesungen hat und ein Lied der Einheit. Und Einheit ist ein ganz großes Thema in unserer Friedensbewegung. Ich möchte, dass ihr ihn ganz, ganz herzlich begrüßt. Warte mal ganz kurz. Gibt es noch Leute, die nicht aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz kommen? Das ist auch cool. Okay, jetzt geh ich. Aus Friesland, aus Friesland. Eins noch. Eins noch, ich möchte bitte ganz kurz erinnern an unsere allerersten Orga-Leiter in Leipzig, an den Sebastian und die Anne. Ich möchte in Magdeburg erinnern an David. Ich möchte erinnern in München an Teddy und an Franz. Ich möchte in Hamburg erinnern an Henrik und an Robin. Das waren somit die ersten. Viele habe ich vergessen. Aber ihr seid die Säulen dieser Bewegung. Und deshalb stehen wir hier. Und wir werden wiederkommen, Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen in Berlin. Und jetzt kommt das Lied, was uns alle eint. Jetzt kommt Neo Kaliske aus Leipzig mit Gemeinsam. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch alle an die Hände nehmen. Könnt ihr es auch während des Songs machen. Ich habe den Song nur für die Bewegung geschrieben. Und
und ich freue mich, dass ihr hier da seid. Nochmal einen Riesenapplaus für euch selbst. Danke. Der Song heißt Gemeinsam. Ich atme aus und ich lasse los. Du kannst den Mut aus der Luft greifen mit jedem neuen Atemzug. Denn all die Menschen geben dir die Kraft, deinen Traum zu beleben auf einem Platz in jeder Stadt. Unser Winterschlaf war tief und sehr bequem. Wir waren eingeschneit in unserem normalen System. Doch all die Lügen tauten langsam auf. Und als der Frühling endlich da war, wollte jeder nur noch raus. Gemeinsam, gemeinsam bauen wir den Frieden. Und dann im Herbst, wenn der Nebel steigt, sind die Blätter gefärbt und wir alle geeint. Präsidenten und Milliardäre und besonders ihr Milliardäre, bleibt friedlich und seid dabei. Gemeinsam, gemeinsam. Weil wir für den Frieden sind, gemeinsam, gemeinsam, weil wir alle Menschen sind. Ich liebe euch, nehmt euch an die Hand! Vielen Dank, Leo Kaliska. Vielen Dank.